Na ihr Rallies, willkommen zurück zu Portal Stories Mel. Moin, ja tach, haha. Jo, beim letzten Mal habe ich etwas überhastet aufgehört, habt ihr vielleicht gemerkt. Und dafür erstmal eine kleine Entschuldigung, aber es war vielleicht nötig, weil eigentlich hatte sich ein Mensch angekündigt, der meine alte Wohnung besichtigen wollte, damit wir das auch mal erledigt haben. Aber, naja, der ist nicht gekommen, dieser Mensch. Das ist schade. Richtiges Assi-Verhalten finde ich. Dafür gibt's aber keine Props. Dafür gibt's einen Nagel mehr im Sarg. So ungefähr. Also, richtig scheiße. So ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion. Naja, und jetzt bin ich wieder hier. Aber da ich heute noch mehr Leute habe, die eventuell meine Wohnung begucken wollen, tja, hat er halt Pech. Der kriegt nicht meine geile Wohnung. Also, was heißt geil? Aber schlecht war die jetzt nicht. Also, wenn ihr noch eine Wohnung sucht, naja, wahrscheinlich, wenn ich dieses Video hier hochlade, ist diese dann doch hoffentlich endlich vergeben. Ja, aber jetzt wieder zurück zum Spiel. Wir wissen ja eigentlich schon, was wir machen wollen. Ich habe mir jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen hier Unsinn zerbastelt, macht aber nichts. Und zwar wollen wir Farbe sprühen. Jede Menge Farbe sprühen. Und zwar dort. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt am cleversten? Am besten würde ich sagen, die eine Hälfte kann man ja so schon ein bisschen einsprühen. So, noch ein bisschen weiter oben. Noch ein bisschen weiter unten. So. Damit ist schon mal ordentlich Farbe verteilt. Die Frage ist, wie kriegen wir die Farbe jetzt auf die andere Seite? Ach so, ich hätte eine Idee. Wir können doch hier zum Beispiel, ja, können wir das manchmal so machen? Da, wenn das Wasser vollgesuppt wird, das ist ja erstmal nicht schlecht. Und so kommen wir jetzt nämlich hier hoch und können dort das Portal hinschließen. Ach, Kacke, ich muss. Ah, ne, macht ja nichts. Alles. Ne, komme ich jetzt auch wieder zurück? Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe verteilen müssen? Na, komm schon. Mehr mit Anlauf. Na. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Und so verteilen wir dann nämlich auch die Farbe da drüben. Und so kriegen wir, glaube ich, insgesamt genug hin. So, ich könnte mal nochmal ein bisschen Farbe auch noch hier weiter verteilen, damit hier auf jeden Fall dieser Hin- und Her-Verbindungstrakt auch gegeben ist. Denn ich würde gerne auch nochmal hier unten ein Portal machen. Damit wir hier. Ai, un muro amoroso. Damit wir hier auf jeden Fall genug verteilt haben. So, jetzt müsste das hoffentlich reichen. So, was wollte ich eigentlich mit der Farbe dort? Ich wollte einen Würfel rüberbringen, für diejenigen, die das jetzt auch schon vergessen haben. Kann ja auch durchaus mal solche Leute geben. Der Würfel liegt dort vorne und ich glaube, jetzt kann ich mit dem klassischen an der Wand herangeklatsche den Würfel auf die andere Seite bringen. Ich hoffe es zumindest. Sieht gut aus. Na? Na? Ja, der Würfel ist drüben und springt dort erstmal direkt in die Suppe. Nee, noch nicht. Na komm, jetzt geh da schon rüber. Und der ist in der Suppe. Jetzt bin ich wieder. Ja, toll. Jetzt, wo es dann endlich auch nicht mehr zählt, da macht er das. Okay, versuchen wir es nochmal. Das war ja ein bisschen wildes Rumgehopsel hier. Das ist ja auch nicht ganz der Sinn und Zweck dieser Sache. Versuchen wir es nochmal. Jetzt will ich da aber in einem Stück durch, Kinder. Okay, der Würfel klebt da jetzt fest. Nee, hä? Was war das denn jetzt? That was a nice, hello, that nice bug. Hey, was soll denn das? Kines. Auch wieder. Oh, meine Güte, das ist ja hier. Ah! Ja, alles artig. Okay, das haben wir geschafft. Der Würfel ist drüben und in Sicherheit. So, jetzt kommen wir also wieder zum eigentlichen Geschäft. Das eigentliche Geschäft war, dass wir jetzt dort, nein, dass wir dort die Brücke uns nehmen und sie auf die andere Seite bringen. So, und bevor wir das jetzt aber sinnvollerweise machen, mussten wir natürlich den Würfel mitnehmen. Hätte ich mal früher dran denken sollen. Aber kriegen wir hin. Da kommen wir ja hoch. Nein! Och, meine Güte. Rüber und ducken, damit wir hier. Ja, alles artig erstmal. So, jetzt können wir hier runter. Drehen uns und sind hier. Und jetzt müssen wir da nur noch einen guten Sprung hinlegen. Na, hopp. Na, jawohl! Das hat funktioniert. Ein Träumchen sondergleichen. Absolut grandios. Dürfen wir da rein? Na, hier sind wieder alle Systeme ausgefallen. Das ist ja schon normal. Das kennt man ja nicht anders von dieser Klapperkiste hier. Aber jetzt können wir erst einmal rauffahren. Hervorragend! Rauffahren ist der Traum, weil wir wollen ja weg von der Giftschmotze.
Giftschmutze, das will man nicht, das will man nicht, das ist scheiße, das finde ich nicht geil, das ist kacke. Das will kein Mensch. Giftschmutze ist Kotze. What? Ja. So, und wir kommen an. Ein paar Etagen drüber, schön. Virgil hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Und Aegis auch nicht, aber ich beschwere mich nicht. Ich rege mich jetzt nicht auf. Recalibrating sensors. Well, it seems that we won't be able to stay in the Blanfield test chambers much longer. It seems to be able to adapt to our actions quite well. We need to come up with a plan to take him on, head on. But leave that to me. You can continue solving these tests. Wahrscheinlich ist am Ende der Plot-Twist, dass das alles doch der große geplante Test von Virgil war und dass Aegis überhaupt nicht existiert. Kann ja sein. Dass Aegis also auch nur ein Teil des Tests ist. Naja. Jetzt schauen wir erstmal, was heute abgeht. Dort gibt es eine ewig lange Kabelverbindung von diesem Knopf, die dort drüben irgendwas rausschmotzt. Schauen wir mal, was das ist. Das ist ein Würfel. Das ist geil. Den könnten wir jetzt theoretisch hier... Wow. Nicht gebrauchen. Gibt's hier auch eine Möglichkeit, mich sinnvoll in diesen Transporter zu stürzen? Naja, nö. Erstmal nicht, so. Ohne weiteres nicht. Achso, warte mal, hier ist ja noch ein Knopf. Den habe ich gerade ganz übersehen. Ach, der ändert die Richtung. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber irgendwie hätte der Würfel in diesen Strahl gehört, wenn ich das richtig sehe. Aber das macht er nicht. Der Saurüde macht das nicht. Achso, warte mal, da oben ist ja auch noch was. Jetzt müsste der Würfel aber in dem Strahlenkreuz oder sowas landen. Niemals den Strahl kreuzen. Okay, jetzt ist er nämlich dort. Und wenn wir jetzt den Zurückschießmechanismus erledigen, sollte der... Na, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, ich weiß zwar nicht, nach welchem Muster das hier vorgeht, aber ist es mir auch egal. So, schnell drücken. Okay, da haben wir den Würfel. Das ist ja ein Träumchen, denn jetzt kann ich dort rüber. Moment, was will ich dort drüben? Na, schauen wir mal. Vielleicht ist da oben ja noch ein Schalter oder sowas, der uns in irgendeiner Weise nützlich erscheint. Bevor ich jetzt gleich schon wieder rumweine, ich will da nicht hin, gucken wir erstmal. Ja, also wir bräuchten dort drüben irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit, diesen Knopf zu drücken und gedrückt zu halten. Das ist ja der springende Punkt. Aber das macht nichts, das kriegen wir hin. Denn wenn ich das richtig sehe, können wir den Würfel dort wegnehmen. Und ihn dort dann in... Können wir den nicht auch irgendwie zu uns rüberbringen vielleicht? Ja, das ist nicht so hilfreich gewesen. Ach doch, klar, klar, den kriegen wir. Ich glaube, es war jetzt nicht perfekt, wie ich das gemacht habe. Warte, doch, der zieht uns jetzt rüber. Ey, bleib hier schön auf der richtigen Höhe, mein Lieber. So, dann hätten wir den Würfel jetzt schon mal hier. Aber das war nicht sinnvoll, weil wir wollen den Würfel ja auf die andere Seite kriegen und uns auch. Und um da jetzt wieder hinzukommen, hätten wir den Würfel dort lassen müssen. Okay, irgendwas haben wir jetzt mit der Reihenfolge verhunzt, das sehe ich ein. Machen wir das nochmal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort drüben sein muss. Ach Moment, da ist ja auch noch eine Portalfläche. Ja, das macht das Ganze natürlich simpler. Das macht das Ganze natürlich simpler. Das aber holla die Waldfee, du. Damit sollte das doch kein Problem mehr sein. Aber sowas. Das sehe ich. Oh, oh, oh. War das hier gut? Da ist ein Stahlträger. Naja, macht nichts. Wird einmal gegen den Schädel gewämst und dann ist auch schon wieder gut. So. Die Frage ist trotzdem: Wie kriege ich jetzt den Würfel? Aha. Momentchen.
Ich würde gerne dort auf... Nein. Nein. Oh, kannst du mich mal in Ruhe lassen, du orangener Strahl? Ich... Meine Güte, das ist doch wohl... Hier würde ich gerne. Gibt's da keine Möglichkeit? Oder ist der Winkel dafür zu spitz? Ich hätte jetzt gedacht, da wäre eine Möglichkeit. Da, genau, da ist ja auch eine. Aber aus irgendeinem Grund... Nein, ja, da ist noch gut. Erkennt der das nicht? Jetzt! Genau, weil jetzt kann ich den... Ach, verkackt. Dang. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich richtig Unsinn gemacht. Weil ich wollte... Menu. Ja, aber der soll andersrum. Ja, das ist Quatsch, ne? Ich sehe es ein, es ist Quatsch. Wie ich das hier gerade versuche. Ja, so kriege ich den Würfel da doch schon mal hin. Ist doch auch schön. Aber das bringt mir, glaube ich, noch nichts, weil ich dann da nicht hinkomme, wenn der Würfel dort oben ist, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Portalfläche hier oben irgendwie der Schlüssel ist. Und hier sind auch noch ein paar, also irgendwie müsste ich mich dann auch darüber zwillen können. Aber ich sehe gerade noch nicht so recht wie. Ja, nee, das bringt ja nichts. Brauche 9 Würfel. Und ich muss den natürlich auch wieder hierher bringen, das ist klar. Ja. Traurig aber wahr, ich bin hier gerade ein bisschen gehangen. Also, beziehungsweise ich hänge immer noch. Also, es ist jetzt mehr eine Zustandsbeschreibung als irgendwie eine Tätigkeit der Vergangenheit. Also, ich kann immer noch den Strahl umdrehen. Das ist immer noch ganz cool, aber nur so lange nützlich, solange ich den Würfel vielleicht... Okay, was ist, wenn ich dort nur auf die erste Höhe gehe, also auf die mittlere Plattform, also auf die hier rechts, also auf diesen Zwischenstopp dort. So, wenn ich dort bleibe, dann kann ich von hier auch den Würfel zerstören. Boah, das war knapp. Von hier kann ich auch den Würfel zerstören, ne? Ganz genau. Dann ist der... Na, komm schon. Och, nö. Der ist jetzt aber ein bisschen fitzelig hier. Kines, wieso treffe ich jetzt nicht? Und jetzt da... Ah, ja, und jetzt kann ich ihn kaputt machen. So, dann kriege ich hier 9 Würfel. Genau. Bin ich hier oben zusammen mit dem Würfel. Aber hier oben zu sein ist noch nicht so nützlich. Was passiert, wenn ich jetzt dort schieße? Dann würde mich ja etwas an diese Wand hier drücken. Das ist erstmal auch nicht so nützlich. Ich bräuchte ein viertes Portal, dann wäre es cool. Ach nee, jetzt kann ich das benutzen. Ich wusste doch, dass das der Schlüssel ist. Ja klar, und damit haben wir es. Jupp, jupp didi. Dann sind wir nämlich hier drüben, können den Stein ablegen. Den Stein, sag ich, den Kubus, den Würfel und sind am Ziel. Ach, die Intuition war also völlig richtig. Hier über diese Portalfläche muss man gehen. Hey, Mel. You have no idea how hard it is to move around here. Anyway, remember those old turrets from all the way at the bottom of the facility? Those guys have no security systems installed.
It should be really easy to reprogram them to destroy aliens instead of humans. If we go down to a turret production line, we might be able to produce friendly turrets. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Alles was mit Turrets ist, ist doch schon mal kompletter Unsinn. Okay, hier ist ganz schön düster, Kinders. Ich weiß nicht, wo wir hier lang müssen. Wahrscheinlich da runter und nicht durch die Tür. Gucken wir mal. Ja, vielleicht doch. Dann gucke ich doch nochmal ganz kurz, was hier unten denn ist. Irgendein Secret oder ein Easter Egg oder sowas. Nee. Oh, doch. Da ist Daniel, oder was? Aber ich komme nicht dran an Daniel, wenn das Daniel sein soll. Och, Daniel. Nee, es gibt ja auch irgendwie keinen Durchgang, um dorthin zu kommen. Sehr schade. Ich weiß nicht, ob das der Kubus, der diese... dieser Begleiter-Kubus sein soll. Stimmt, ich kann mich auch noch ducken, ganz vergessen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist einfach nur so ein kleines Gimmick, dass der hier unten liegt und damit reicht's auch. Ja, und damit reicht's auch, ist auch das Stichwort, denn der Part ist schon wieder vorbei, ist schon wieder viel zu lang. Aber macht ja nichts. Man will ja auch mal ein bisschen mehr schaffen. Ihr Rallies, wenn euch das Video gefallen hat, trotz meines etwas langwierigen Behandelns dieser Testkammer, aber muss ja auch mal sein, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar oder eine positive Bewertung da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir in Portal Stories Mel weitermachen und wahrscheinlich notgedrungen uns auf die Turrets zu bewegen. Ich bin gespannt. Ihr Rallies, macht's gut und bis dahin. Euer Scully. Moin, bin Rally. Tach, hehe.